Hallo, servus Karin. Ich freue mich, dass ich dich heute im Powerhouse in Salzburg begrüßen darf. Was unsere Leser interessiert, ist vor allem einmal, wie hat alles bei dir begonnen als Athlet? Ja, also mittlerweile auch schon 43 Jahre her, aber ich weiß jetzt trotzdem noch, als wäre es gestern gewesen. Ich bin damals als etwa 12-, 13-Jähriger in unser Wohnzimmer gekommen und da hat die Sendung Panoptikum wurde gerade ausgestrahlt. Und da ging es um einen jungen Österreicher, der die damalige Profiszene, Bodybuilding-Profiszene in Amerika wirklich aufgeweckt hat und ja, wie man so schön sagt, vor sich hergetrieben hat. Und das war natürlich der Arnold Schwarzenegger. Und ich bin dort gestanden, wie vom Blitz getroffen und habe gesagt, das will ich auch machen. Und genauso war es dann auch. Ich habe dann begonnen, ganz einfach, weil bei uns hat es ja nichts gegeben, ne? Damals. Und ich habe damals begonnen mit Liegestütz, Klappmesser und Kniebeugen, alles ohne Gewicht. Und dann habe ich meinen Papa, wirklich bin ich in den Ohren gelegen, wochenlang, und bis er mir dann wirklich zwei Kurzhanteln aus Volleisen gedreht hat. Und dann habe ich mit zwei 7-Kilo-Hanteln, das war mein Fitnesscenter sozusagen, in der Küche trainiert. Und so hat alles begonnen. Und war, das Herz war dabei und ja, das war eigentlich, waren die ersten Schritte, aber sehr wichtige Schritte für mich. Ja. Und das war es. Und mittlerweile habe ich 43 Jahre Trainingsalter am Buckel. Und ja, das, aber das werde ich nie vergessen. Das war eine schöne Zeit. Ja. Du bist ja auch der Präsident von IFBB Austria. Ja. Genau, wie hat da alles begonnen? Und vielleicht kannst du uns einmal erklären, was heißt genau IFBB? IFBB steht für Internationale Föderation der Bodybuilder und Fitnesssportler, Neudeutsch International Federation of Bodybuilders and Fitness. Und ja, das ist an sich der einzig anerkannte Bodybuilding-Verband der Welt. Mit 192 angeschlossenen Nationen, unter anderem auch Österreich. Damit gehören wir zu den 5 größten Sportverbänden der Welt. Das wissen in Österreich sehr wenige, aber Bodybuilding ist in der Welt wirklich, in der Welt der Sportverbände eine große Nummer. Und das ist auch gut so. Und wie bei mir das alles begonnen hat, war 2009. Da wurde ich eben vom Weltpräsidenten gefragt, ob ich den Verband übernehmen wolle, der damals eine schwere Krise durchlaufen musste. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir haben damals begonnen mit 29 Startern 2009 und mittlerweile durch mein Team, das immer wieder sehr gut hilft, haben wir es geschafft, mittlerweile Meisterschaften bis zu 225 Startern zu haben. Also es wird immer populärer, das freut uns alle und wir haben dadurch auch eine Bestätigung der doch sehr, sehr zeitaufwendigen und intensiven Hintergrundarbeit. Wie schaut da so ein Werdegang eines Athleten aus? Ja, in der Regel bieten wir an für Newcomer, wie man so schön neudeutsch sagt, für Neulinge bieten wir im Frühjahr den Talente Cup an und im Herbst die Neulingsmeisterschaft, wo wirklich Leute, die noch nie auf der Bühne gestanden sind, sich mit etwa Gleichwertigen vergleichen können. Das kommt sehr gut an. Wieder Starter, Leute, die starten wollen, man muss ihnen eben die Plattform bieten und die IFBB macht das auf faire Art und Weise und das wird auch honoriert von unseren Sportlern. Richtig, es ist ja für viele
die was trainieren gehen, ein Traum, einmal auf der Bühne zu stehen. Ja. Und ihr helft dann eben die von Anfang an. Genau. Wir nehmen sie ein bisschen bei der Hand, wir zeigen ihnen, wie muss ich mich präsentieren auf der Bühne, was muss ich wirklich machen, um gut zu wirken. Wir sind ja eine Präsentationssportart, dann wird überhaupt nichts gemessen. Es ist vollkommen irrelevant, ob ich jetzt 150 Kilo Bank drücke oder nur 50 Kilo. Gut ausschauen muss es. Und das ist das Thema und das muss ich auch bestmöglich präsentieren. Daher bieten wir Präsentationsseminare an. Wir haben auch im Powerhouse hier in Salzburg einen interessanten Workshop gemacht mit jungen Leuten, die auch Wettkampfambitionen haben, zum Thema Post. Ja, weil wir ganz einfach sagen, als Verband haben wir auch irgendwo die Verantwortung für unsere Leute, ihnen ein bestmögliches Rüstzeug mitzugeben. Das machen wir auch und das wird auch sehr gut angenommen. Und das ist ein sehr Bodybuilding ist ohne dies eine sehr individuelle Sportart, wo jeder für sich alleine kämpft im Studio. Aber durch diese Zusammenziehung der Präsentationsseminare, der Workshops, wird ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln und das ist auch gut. Du hast mir einmal erzählt, du machst ja auch Fit and Body. Ja. Vielleicht erklärst du uns einmal, was ist das, was beinhaltet das? Fit and Body ist eine Plattform auf www.ifbb-austria.at. Auf dieser Plattform können österreichische Athleten aus ihrer persönlichen Sicht Erlebnisse im Bodybuilding darstellen, darlegen. Wir geben auch Tipps und Tricks. Jetzt haben wir beispielsweise drinnen gehabt, das richtige Aufladen vor einem Wettkampf. Wie schaue ich bestmöglich aus, bestmöglich definiert aus? Und in diese Richtung gehen wir immer, um auch dadurch einen Erfahrungsaustausch zu haben, einen Meinungsaustausch zu haben und das wird sehr, sehr gut angenommen. Also die Artikel werden durchwegs um die 1000 Leser haben wir da und das ist sehr erfreulich, weil immerhin, man muss auch am Boden bleiben, wir sind eine Randsportart, aber eine boomende. Ja. Das ist der Vorteil. Wie schaut die Ernährung aus bei so einem Athleten? Die Ernährung ist wahrscheinlich das Um und Auf für einen Erfolg im Wettkampf. Also es ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen, das klingt jetzt ein bisschen geschwollen, Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Ja. Ja, es läuft sich darauf hinaus, auf Händel, Reis und Salate und Gemüse. Ja. Das steckt dahinter in vernünftigem Ausmaß und in disziplinierter Art und Weise. Das ist überhaupt das Wesen des Bodybuildings mit Disziplin, sage ich jetzt mal, wirklich Fortschritte zu haben, denn ohne Disziplin geht es in keiner Sportart. Mhm. Aber im Bodybuilding ist die Disziplin der Ernährung das Um und Auf. Ja. Ja, weil in der Wettkampfvorbereitung kann ich mir nicht mehr erwarten, dass ich zum Beispiel mehr Muskelmasse bekomme. Ja, ich forme sie nur noch um. Mhm. Ja, aber mit der Definition schaut alles mehr aus. Ja. Und das ist das Geheimnis des Erfolges. Man schaut einfach mehr aus, wenn man diszipliniert auf die Diät achtet. Wie schauen deine persönlichen Ziele aus als Athlet? Als Athlet, also ich sage es jetzt ganz ehrlich, ich möchte endlich einmal die Arnold Classic Europa gewinnen. Die habe ich jetzt zweimal, bin ich angetreten und zweimal ganz knapp Zweiter geworden. Und das wurmt mir ein bisschen, weil in Amerika habe ich schon gewonnen. Und eigentlich alle großen Titel, nur die europäische Arnold habe ich noch nicht. Und die fehlt mir noch. Also ich habe ein Ziel, ein wirkliches Ziel. Ja, das möchte ich gern nächstes Jahr hoffentlich schaffen. Werden wir schauen, ich werde mich bemühen. Abschließend noch, was gibst du unseren Usern und unseren Lesern mit auf den Weg? In Bezug auf Bodybuilding? In Bezug auf Bodybuilding. Trainiert so, dass ihr spürt den Muskel, den ihr trainieren wollt. Nicht das Gewicht ist entscheidend, sondern das Muskelempfinden ist entscheidend. Und wenn man das schafft, dann ist auch die Verletzungsgefahr minimiert und das Wachstum ist trotzdem da. Und
weg von den ganz, ganz schweren Gewichten, die herumgerissen werden wie wild. Bleibt am Boden, aber schaut, dass ihr genau dort spürt, den Muskel spürt, wo ihr den Trainingseffekt haben wollt. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich glaube. Ja?